Wenn China stillsteht, dann hat die globale Konjunktur ein Problem. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Viele sagen ja, also das ist halt so eine Grippe, das ist ja nicht so schlimm, da sterben ein paar Leute, bei anderen Grippewellen sterben auch Leute. Das sei doch eigentlich nicht wirklich außergewöhnlich, aber das Problem ist zumindest das, dass die chinesischen Behörden mit drastischen Maßnahmen reagieren und die Überlegung liegt doch nahe, warum reagieren sie so drastisch? Da muss doch einiges im Argen sein. Die Geschichte muss doch möglicherweise ein bisschen gefährlicher sein, als der ein oder andere denkt. Jedenfalls werden da, und das ist der entscheidende Punkt, um den es geht und der die Aktienmärkte interessiert, zum Beispiel Firmen länger geschlossen sein, wie Foxconn, wie Johnson & Johnson, Samsung in der Region Caixin. Das sind eben Dinge, die jetzt eine große Rolle spielen. Die ganzen Neujahrsfeierlichkeiten, dieser Neujahrsurlaub wird verlängert auf eigentlich unabsehbare Zeit. Auch der Shanghai Composite, die chinesischen Aktienmärkte werden länger zu haben als eigentlich geplant oder als normalerweise auf dem Kalender avisiert. Und das ist genau das Thema, dass jetzt sozusagen China stillsteht ein Stück weit, dass man nicht weiß, wann es wieder anfängt, sich zu bewegen. Und wenn da Millionen, hunderte Millionen von Menschen nicht zur Arbeit gehen, zu Hause bleiben, dann hat das massive Auswirkungen eben auf nicht nur den Konsum in China, sondern wenn Firmen nicht mehr arbeiten wie Foxconn, vielleicht Auswirkungen für Apple, die dann möglicherweise keine iPhones mehr beziehen können. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, sagt hier ganz klar, wir haben hier strikteste Epidemiekontrollen, Tourismus, alle Veranstaltungen, Entertainment, all das hat aufgehört. Die Straßen sind leer, die Leute bleiben zu Hause. Heute gespenstische Filmaufnahmen von Leuten, die in Wuhan sitzen, in diesen Mega-Hochhäusern und sich gegenseitig Mut zurufen. Und das sind schon drastische Bilder. Und wir sehen, dass der gesamte Verkehr in China, die gesamten Bewegungen in China deutlich zurückgehen. Hier der Eisenbahnverkehr, Flugverkehr, Straßenverkehr im freien Fall. Das bedeutet eben nicht nur weniger Konsum, sondern eben in der Summe dann ein extremes Nachlassen der chinesischen Wirtschaft, die weniger Nachfrage damit hat nach etwa Gütern aus Deutschland und die eben selber weniger Güter produziert, die dann im Westen ja eigentlich gebraucht werden. Das genau ist das Thema hier. Die Zhejiang hat jetzt gesagt, wir werden alles zulassen bis mindestens 9. Februar. Das heißt, da ist schon mal eine ganze Woche drangehängt jetzt, was die Schließung betrifft. Und wenn eben das mehrere Provinzen jetzt tun in China, dann wird die gesamte Geschichte wirklich kritisch. Es ist also die Erzählung der globalen Konjunkturerholung, die hier in Frage steht. Und die ist ja eingepreist worden, sowohl auf der Berichtssaisonseite, dass man sich sagt, ja, die Zahlen werden besser, weil die Wirtschaft besser wird, als eben auch jetzt in den Daten schlechthin, in den harten oder weichen Konjunkturdaten. Aber da haben wir heute schon einen Rückschlag bekommen im IFO-Index, der überraschenderweise wieder gefallen ist zum Vormonat. Vor allem die Erwartungskomponente war deutlich schlechter mit 92,9 statt 94,8. Alles unter der Erwartung, das hatte man sich anders vorgestellt, ein echter Rückschlag. Die Industrie scheint sich ein bisschen erholt zu haben. Aber was jetzt in Deutschland das Problem wird, ist, dass der Dienstleistungssektor jetzt, der immer nachlaufend ist, jetzt reagiert auf das, was vorher in der Industrie schon an Rezession der Fall war und sozusagen auch der Bau jetzt ein bisschen einknickt. Also die Branchen, die Bereiche, die Sektoren, die vorher geboomt haben, die bekommen langsam ein Problem. Und das Ganze trifft jetzt auf Aktienmärkte, die vorher extremst gierig und risikofreudig waren, weil man sich gesagt hat, wo soll ein Risiko sein? Wir haben die Fed, die wird uns retten, die globale Konjunktur, die geht halt nach oben, so oder so. Jetzt sind wir nur bei 48 etwa im Fear and Greed Index und das Thema ist eben, dass die ganze Welt all-in ist, also die Amerikaner vor allem all-in sind und wenn jetzt die Kurse fallen und je stärker sie fallen, das hat hier wieder Charlie McEligot von Nomura rausgearbeitet. Dann müssen diese Investoren sich hedgen, müssen Short-Positionen kaufen, um ihre Portfolios abzusichern. Das heißt, je größer der Rückgang, umso größer die Gefahr, dass sich diese ganze Geschichte dann beschleunigt. Wir sehen ohnehin Bewegungen, die interessant sind am Anleihemarkt. Wir sehen, dass die Anleiherenditen deutlich unter Druck kommen. Alle Welt hat gesagt, die Anleiherenditen werden steigen, die Aktienmärkte werden steigen, aber jetzt fallen die Anleiherenditen, weil das Geld eben in die
vermeintlich sicheren Häfen geht. Die Anleihemärkte reagieren deutlich stärker, als sie damals 2002, 2003 beim SARS-Virus, eben auch, weil die Situation möglicherweise aufgrund der Maßnahmen der chinesischen Regierung viel ernster ist, auf der einen Seite, und b, weil eben die Vernetzung viel stärker ist inzwischen als vor knappe 20 Jahren. Das ist eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Lieferkettensituation, die hier der Fall ist. Die Anleihemärkte jedenfalls reagieren. Die 10-jährige US-Staatsanleihe und nicht nur die 10-jährige US-Staatsanleihe, auch die deutsche Staatsanleihe etc., die 10-jährige jedenfalls bei 1,61% nur noch. Und die Zinskurve, die ist teilweise wieder am Invertieren, wie hier bei der 5-jährigen und der 2-jährigen US-Staatsanleihe. Das heißt, die 2-jährige rentiert höher als die 5-jährige Staatsanleihe. Da sieht man sozusagen die Stresssymptome, und der Anleihenmarkt ist der schlaueste Markt wahrscheinlich, also der Markt, der die beste Prognostik besitzt. Das sollte man nicht vergessen. Interessant auch, dass wir massive Abflüsse aus High-Yield-Funds haben, also aus diesen Vehikeln, die Junkbonds abbilden, Junkbonds, die ja kürzlich noch auf rekordniedrige Spreads gefallen sind zu normalen Bonds, zu Staatsanleihen zum Beispiel. Also der Risikoaufschlag war so gering wie seit Jahren nicht mehr. Und hier sehen wir massive Abflüsse aus diesen Junkbonds. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Emerging Markets heute ihren schlechtesten Tag seit August haben. Also da tut sich was, da ist durchaus Bewegung. Es ist nicht nur der Aktienmarkt, der reagiert, es ist der Devisenmarkt. Dollarstärke sehen wir, auch das so ein bisschen Flucht in die vermeintliche Sicherheit. Jedenfalls ist da einiges los. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, und die sind von Capital.com, Sie ahnen es, was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100 hier mit dem Gap nach unten und dann die Seitwärtsbewegung. Es ist noch keine Panik erkennbar. Die Volumina sind auch deutlich geringer bis jetzt als am Freitag. Wir sehen den S&P 500, der ähnliches tut. Hier sehen wir diese Topformation bei 3340, aktuell 3258. Was macht der Dow Jones? 28.664. Die Amerikaner spielen jetzt die Geschichte, naja, wird schon irgendwie werden, aber es ist eben schließlich nicht absehbar, was da wirklich kommt, wie lange die Geschichte dauert, wann kann man ein Gegenmittel dazu schaffen, wann kann man also die Leute sozusagen ähnlich wie bei SARS mit einem Medikament versorgen, was die ganze Geschichte dann wieder heilt. Mindestens 4 Wochen wird es dauern, so heißt es. Und wir wissen, dass 5 Millionen Menschen alleine aus Wuhan ja abgereist sind. Und wir haben jetzt 5 Fälle etwa in den USA. Alle waren in Wuhan, in dieser Stadt. Also da scheint sozusagen die Infektionswahrscheinlichkeit extrem hoch. Der deutsche Leitindex, der ja sehr stark von China abhängig ist, auch im Export, 13.243, und wir sehen eben, wie gesagt, Dollarstärke. Der Euro-Dollar hält sich noch knapp über der 1,10er-Marke. Wir sehen, Gold konnte steigen, ist aktuell bei 1.580, klar, Flucht in die Sicherheit, und das amerikanische Crude Oil $52,78. Wenn China stillsteht, hat die Welt ein Problem, dann hat die Konjunktur ein Problem, dann hat die Erzählung ein Problem. Es war doch nur eine kurze Delle, die wir in der Industrie gesehen haben, und jetzt wird wieder alles gut. Jetzt kommt plötzlich dieser schwarze Schwan, mit dem irgendwie keiner hat rechnen können. Das war eines der Risiken, die man nicht auf dem Zettel hatte. Jetzt ist sozusagen eine Positionierung am Markt der Fall, vor allem in den USA. In Deutschland geht das, aber in den USA, die extrem einseitig ist. Und je größer das Ungemach wird an den Aktienmärkten, umso größer die Bedürfnisse nach Absicherung. Das könnte sozusagen dann diese Korrektur deutlich verschärfen. Wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und ciao.